Zwei Silber, lass Zwei mich kurz Silber. rechnen. Zwei Silber. Sie rechnet gerade mit und versucht auch dann die Finger zu benutzen. Ja, Rafim ist auch Du dabei. merkst auch, dass sie dann irgendwo bei ihrem neunten Finger nicht weiter weiß, weil der abgeschnitten ist. Und versucht das. Das ist natürlich besonders schwer, dann diesen Dezimalsprung zu schaffen, wenn man nur neun Finger hat. Dauert ein bisschen und irgendwann kommt man darauf, dass, ja, vier Banner mal 50 Soldaten, 200 Soldaten mal zwei Silber. Also. Irgendwas um 50, Das oder? ist auf alle Fälle in der Nähe. Ja, denke ich auch. Nehme ich. Gekauft. Perfekt. Kriege ich noch Geweihte dazu? Kosten die extra? Ich nehme auch noch Geweihte, komm. Ich kenne doch keinen Geiz. Geweihte kostet selbstverständlich extra. Ja, wie viele kann ich kriegen? Naja, für einen Chorgeweihten, wenn ich die auftreiben kann. Wann ist dieses Wagenrennen? Am dritten Tag, glaube ich. Dritter Tag, dann werde ich einen Bailunker Reiter losschicken. Ein Bailunker Reiter, der mir noch weitere Kameraden aus der Goldenen Aue beiholt. Wie Vielleicht viele aus dem Reichsforst. Schätze kann ich kriegen? Ja, zusammen aus dem Reichsforst, wenn ich noch einen weiteren Reiter zum Angbarer See schicke, sagen wir 10 Chorgeweihte. Davon kostet jeder eine Dukate, zwei. Sechs Dukaten. Ja, 10 Chorgeweihte, nochmal. Mal sechs. Auch irgendwas um die 50, oder? Ja, glaube ich Sie hält auch. wieder ihre neuen Finger hoch. Ja, Rafim zählt auch mit. Ja, du zählst auch Ja, an ihren Händen mit. ja, Würfel mal eine ja. Rechnenprobe. Ja. Oder Handel, wenn du hast. Sie wird schon recht Irgendwas haben. um 50. Glaube ich. Oder sowas. Nehme ich. Scheiße, egal. Nehme ich auch. Also So. zweimal 50 waren wir jetzt, richtig? Ja, so 100. 100. Ja, wir finden. Es gibt doch bestimmt hier irgendwelche Typen, die rechnen können. Habt ihr doch bestimmt auch sowas. So Schreiberlinge, sowas. Delo, komm doch mal her. Genau. Mann mit Schnauzbart daran, ihm fällt auch wohl irgendwie sowas wie ein Auge, hat dann, ja, hat er irgendwie so einen Hut auf, großes Schwert, was er neben sich, ja, an den Gürtel gerade heftet, hat wohl gerade gekämpft. Delo, wir brauchen deine Rechenkünste. Wir haben Söldner, ne? Vier Banner, das sind etwas mehr als, ich glaube, 200 Söldner. Und ja, es geht ein bisschen länger. Delo hat auch keine Ahnung. Wir zählen dann zu dritt nochmal Ja, nach. ihr nehmt wieder die Hände 5 auf der einen Seite und 4 Finger auf der anderen Seite. Irgendwas mit 90 Dukaten wird es wohl sein. Ja, wenn nötig, dann besorge ich auch noch mehr von den Leuten, dass wir mehr Hände zum Zählen haben. Das macht es natürlich einfacher, Ja, kommen noch ein bis paar wir. Söldner dabei, gerade wenn man dann mit der Basaltfaust reden kann, darf, dann helfen die natürlich auch und strecken ihre Hände hin. Ja, bis wir dann 90 Finger zusammen haben. Ja, ich schaue sie an. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber irgendwas zwischen 90 und 100 und das kaufe ich. Finde ich gut. Also gut, Braucht ihr eine Anzahlung? dann ja, ich brauche Geld für die Beilunker Reiter. Die müssen natürlich ausgeschickt werden, damit die Chorgeweihten es in einem Sprint, der sie bis zur Bewusstlosigkeit und Blut in den Füßen treibt, dass sie hier sein können. Okay, wie viel braucht ihr? Gebt mir, sagen wir, 5 Dukate, damit kann ich auf alle Fälle die Reiter in alle Himmelswinde verstreuen lassen. Ja, kein Problem hier. Gut, hast du das Geld? Ja, musst du haben. Ja, ich hab Geld. Gut. Ja, weiß man ja bei dir nie so genau. Gut, dann kannst du die 5 Dukaten bezahlen für die Beilunker Reiter, den Rest mit den Söldnern, das wird sie sich später irgendwie holen. Sie ist eine Chorgeweihte, sie kriegt das schon irgendwie hin. Denke ich auch. Zur Not prügelt sie es aus dir raus. Den glaube ich nämlich auch. Gut, dann Vor allen Dingen kriegst mit ihren du neuen Freunden. 4 Banner an guten Söldnern und 10 Chorgeweihte. Wir sind vorbereitet. Was passiert, wenn man Raffin losschickt? Ja. Ja, wenn dann die anderen nach und nach wieder aufschlagen, ich muss gerade mal schauen. Ich gebe noch eine kurze Einführung. Beziehungsweise nein, gebe ich nicht. Alle
Token, alle Objekte der Bardo- und Cella-Thermen sind sichtbar für euch. Das heißt, ihr könnt sie anklicken. Diese Informationen besitzen dann Yalan und Kiaras und können euch dann über den Zustand der Kaiser-Bardo-Thermen informieren. Es gibt dort eine Küche, es gibt dort einen Innenhof, es gibt dort mehrere Bäder, die können dann auch verdeckt werden mit großen Platten, wenn ihr die nicht braucht, dass ihr dann dort feiern könntet. Ihr könnt die im Rahmen umgestalten. Die Anmietung der Bardo-Thermen kostet euch für diesen Abend 150 Dukaten. Kiaras darf gerne mal handeln würfeln, um den Preis weiter runterzutreiben, wenn er möchte. Ansonsten bleibt ihr bei 150 Dukaten. Du würfelst dann natürlich auch gegen den anderen Händler, wenn du machen möchtest. Lässt er sich beeindrucken von einem guten Aussehen? Wie viel sind das? 3 Punkte, ne? Gut aussehend ist einer. Er ist ja herausragend, oder nicht? Herausragend. Oh, okay. Herausragend sind Ich bin 3. herausragend. Würde zählen, klar. Komm schon, Karas, von nichts kommt nichts. So, Q5. Talente, Wissen. Ist gar nicht so gut, ne? Meine Handeln ist halt die Talente Option für sind, uns. meine Attribute sind 15 und mein Talentwert ist 12. Dann muss ich Also 5 Punkte sieben. ausgeben, sind 7 Punkte übrig. 7 minus 13 sind 6 und 6 mal 5 sind 30%. 150 Mit 30% mal kann ich definitiv leben. 0,7 sind 105 Dukaten, die 105 Dukaten für eine Nacht, beziehungsweise einen ganzen Tag. Schlagen wir ein. Gut, wie gesagt, dann trefft ihr allesamt wieder ein. Iserun hat das Haus mit Schneidern, Coiffeuren, Barbieren. Ihr habt keine Ahnung, wie man diese Leute nennen sollen, aber während ihr dann reintretet, fangen sie an mit dem Stöhnen. Jalan stecken sie als erstes unten in so einen richtig großen Waschzuber von Witwe Putz. Den Ich haben sie habe mich doch schon vor 2 Monaten erst gewaschen. gefüllt mit irgendwelchen Seifen, die ja nach verschiedensten Dingen ja riechen, ohne da irgendwie Widerworte zu akzeptieren. Sie fangen herum an euch herumzuzippeln, rumzuschneidern. Und während ihr dann eure Ergebnisse zusammentragt, ja, das können wir noch machen, wenn ihr mögt. Endlich wieder Luxus, ja. Also um die Sicherheit haben wir uns jetzt gekümmert. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Wie Nicht habt ganz ihr den zufrieden, gekriegt? aber hätte schlechter laufen können. Ich habe 200 Mann gekriegt und 10 Chorgeweihte. 200 Mann? Moment, wollten wir eine Feier planen oder einen Umsturz? Man muss auf alles vorbereitet sein. Wir rechnen mit 50 bis 70 Gästen. Wir haben mit Boran mit weniger Leuten vernichtet. Also den wichtigen Teil von Boran. Man muss vorbereitet sein. Genau, das denke ich auch. Richtig gehandelt. In dem Fall könnten wir vermutlich sogar die gesamte Therme Mann an Mann umstellen. Wenn Das dann ist noch nur. jemand reinkommt, dann ist der wirklich Was kostet uns das? 100 Dukaten. Ein guter Das reicht ja Preis. sogar Ist ein noch. guter Preis. Denke ich auch. Und ich meine, mit 10 Chorgeweihten im Inneren als Sicherheit, wenn uns da wirklich noch einer wegstirbt, ne, dann hätten wir es auch nicht mehr ändern können. Dann auch einer wegstirbt, dann weil er den Chorgeweihten schief angesehen hat. Ja gut, das Nun passiert gut, vielleicht. Marischal war über alle Maßen begeistert. Ich denke, mit dem Theaterstück werden wir gut vorankommen. Ich habe im Seeland vorgefühlt. Wir haben eine Bestellung über 70 Essen aufgegeben für 70 Personen. Ein exquisites 10-Gänge-Menü. Dazu noch einen Illusionisten und wahrscheinlich einen Kollegen von ihm. Und heute Abend kommen noch einige Schneider zu uns und führen uns ein paar Kleider vor für euch, die euch auf den Leib angepasst werden. Was? Aber ich bin doch schon hier. Eine Ja, was soll denn Unverschämtheit. das? Nun ja, ich schaffe es bis für alle von uns. Ich habe schon mein eigenes Kleid, ich habe schon mein eigenes Kleidungsstück genäht. Fräulein von Spurgesen, warum habt ihr uns denn überhaupt bestellt, wenn ihr das nicht wertschätzen könnt? Einer der Oh, Schneider fängt an zu keine weinen. Sorge, ich werde persönlich euch alle wertschätzen können. Ah, ich freue mich schon. Ach, du bist so Ja, ein süßes Kerlchen, er zwickt dir in die Wange.
Wo habt ihr denn den her? Womit fangen wir an? Das ist ein talentierter Schneider. Also, das sind alles hochtalentierte, weiterempfohlene Leute. Wir können natürlich auch Mars schneidern lassen für die Gala. Ja, wir werden sehen. Selbstverständlich werden wir Mars schneidern lassen. Wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben. Genau. Man kann doch nicht mit demselben Kleidungsstück zweimal auftauchen. Also wirklich. Nun ja, wir werden auf jeden Fall heute Abend eintreffen hier und bis zum hoffentlich noch vor dem Abend. Und dann könnt ihr euch selber aussuchen, ob ihr diese Dienste benötigt oder nicht. Nun, Schaden wird es uns wohl kaum. Hoffe ich mal. Was kosten denn die Sachen, die du im Silander gekauft hast? Ach, die ganzen Sachen. 10 Dukaten pro Person, pro Mal. Also 700. Oha. Oha, die, oha. Das ist ja mehr als die Söldner. Von dem Geld könnten wir eine Armee anheuern. Ja. Habe ich ja auch gerade gedacht, da könnte ich noch die Sicherheit versiebenfachen. 70 Korgeweihte! Es sind Speisen des Seelanders. Von den vielleicht hätte ich es heute muss dann halt müssen aber von jedem auch irgendwie 20 Dukaten mindestens rumkommen, damit wir es am Ende wieder rauskriegen. Sonst hat sich das alles nicht gelohnt. Ich dachte mir an 50 Goldstücke pro Person. Und hoffen wir es doch mal. Selbst wenn wir keinen Gewinn daraus ziehen, immerhin, ich denke, das Event an sich wird sich lohnen, um Prestige und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Karinor verliert das Ziel nicht aus den Augen. Wir sind nicht hier, um unseren Ruf aufzubessern, sondern um den Turmbrennern zu helfen. Natürlich sind wir das. Es gibt für alles mehrere Ziele. Ach ja, deswegen machen wir das, ich erinnere mich. Ja, richtig, richtig, Entschuldigung. Wie gesagt, der Illusionist verlangt 50 Goldstücke und wahrscheinlich der Kollege ebenfalls. Also wären wir für das Seelander etwa bei 800 Goldstücken. Das muss aber ein richtig guter Illusionist sein, wenn er für einen Tag 50 Goldstücke verlangt. Er wurde mir vom Seelander empfohlen, also kann er so schlecht nicht sein. Damals auf der Perlenwacht haben wir den Magiern 7 am Tag bezahlt und die waren zufrieden. Und wir werden ihn definitiv voll nutzen. Ich werde einmal mit ihm reden und alles aus ihm herausholen, was er wert ist. Warum sagst du das in so einem malanfanischen Tonfall? Was? Wenn er bezahlt werden will, dann soll er auch arbeiten dafür. Ja. Also 50 Dukaten ist wirklich nicht schlecht für einen Tag. Das ist wirklich ordentlich. Es gibt Leute, die leben im Jahr von weniger. Ja, ein Jahr. Ja, ich kann aber fast ein Jahr leben, wenn ich bei mir in Kunstum bin. Naja, wenn man alles so kurzfristig organisiert, ist das eben teurer. Qualität hat seinen Preis. Also, die Therme ist gebucht. Richtig. Das für Speis und Trank gesorgt, das Theaterstück. Die Söldner sind da, die Kleidung ist da. Die Einladung benötigen wir noch, aber das wird sich in den nächsten Tagen hoffentlich auch klären. Illusionisten müssen mit dem Theaterdirektor zusammenarbeiten. Ich will auch nochmal mit dem Theaterdirektor reden. Die Tänzer? Ja, die Tänzer und die Pferdedressur. Nun, wir werden mehr als ein Pferd brauchen. Ja. Wir haben zwar 5 im Stall stehen, aber... Ihr wollt doch Jarlene nicht dort eine Last ordnen. Ich meinte nicht eures. Ach so. Wir haben so ziemlich die gesamte rajanische Belegschaft in Gareth geladen. Ich denke, da lässt sich etwas machen. Und mit dieser Planung... Ja, könnt ihr euch zufrieden zurücklehnen, während ihr allesamt die Köpfe einschamponiert bekommt. Gerade dann auch bei Rafim wird so ein bisschen Rasierschaum aufgetragen und ihm dann sein Schädel noch einmal etwas kahler gemacht, damit er blitzeblank leuchtet im Schein von Praios Sonne. Während es draußen noch etwas regnet und ihr euch entspannt zurücklehnt. Ömer kann noch ein bisschen an seinen eigenen Sachen herumschneidern, während auch bei ihm dann die Fußnägel geschnitten werden.